und ich kann nicht mit dir schreiben oder reden oder... Hilfe, mit wem bin ich denn? Isla Mountainheart. Ich kann ja auch nicht anschreiben. Ich kann das weder mit Rechtsklick noch mit Linksklick. Ach, das ist doch... Nein, verlassen will ich nicht. Oh, das ist doch blöd. Reitclub. Highscore. Zeit ist vorbei. Ja, ich weiß. Och Mann. Ich würde dich gerne anschreiben, aber ich kann es wieder... Ich habe den Chat gefunden. Oh, die denkt jetzt auch, ich bin total bescheuert. Wer ist das denn jetzt neben mir? Melissa. Hi. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Nein, ich will nicht in den Fotomodus. Hallo? Bleibst du stehen? Ich habe den Chat gefunden, Leute. Sorry, ich bin neu. Habe gerade erst den Chat gefunden. Probierst du dich jetzt bei jedem einzuschleimen? Was ist denn jetzt los, Leute? Euer Ernst? Oh, was ist das denn für ein Zickenterror hier? Ich habe eine eigene Freundin. Ich auch. Ich habe mehrere Freundinnen. Isla applaudiert eifrig. Das ist toll. Die ist aber gar nicht hier, oder? Aha. Ja. Kann ich der denn... Also die Melissa, die scheint mir aber irgendwie nett zu sein. Moment. Lade einen Freund ein. Stimmt. Was sind das für komische... also sorry, ja, aber das ist ein ganz schönes Zickengehabe hier gerade. Oh. Bleibst du stehen? Toll. Hier ist für mich leider gesperrt. Ich kann da nicht durchreiten. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe! So, ich wollte aber jetzt hier nicht alles aufmachen. Energy Fighters, das war auch ein schöner Name, finde ich. Aber Storm Hunters hört sich irgendwie gut an. Nein, nicht wegreiten! Ich wollte dich als Freundin hinzufügen. Oder war das die andere? War die Leni so doof? Oder? Was sollte ich wollen? Na dann... Moment. Nein, ich habe eine eigene Freundin. Ich nehme die jetzt mal einfach und zu einer Gruppe ein. Ich lade sie mal ein. Ich glaube, ich habe sie jetzt als Freund eingeladen. Ich bin mir nicht sicher. Wo ist denn jetzt die aus meiner Gruppe hin? Moment. Nicht schlimm, komm mal mit. Hallo, du reitest in die falsche Richtung. Ah! Reite schneller, los. Ist sie denn jetzt? Hallo? Sie war doch gerade noch vor mir. Hab dich knapp verpasst. Oder ist sie jetzt? Moment. Ist sie jetzt doch da hinten? Nee, das sind die Bauarbeiter. Wo ist sie denn jetzt hin? Hallo? Klein Susanne möchte bitte in der Nähe des Stalls abgeholt werden. Also der ist eigentlich da hinten.
Bei den Stangen. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Moment. Da! Hallo, bleib stehen! Nein, ich will... Hallo! jetzt ist er wieder rausgelaufen, oder? Ach, das schreibt man ihr jetzt mal eben. Moment, ach so, verlassen? Ich bin zu weit entfernt. Moment, wieso bin ich zu weit entfernt? Nein! Da ist sie doch, oder? Nee, das ist die andere. Ach, die ist auch von Stormhunters. Aber die hier stand, war jetzt nicht von Stormhunters, oder? Nee. Okay, die denkt wahrscheinlich, ich bin jetzt hier der totale Noob. Gut, streng genommen bin ich das auch. Moorland Pole Bending. Du bist zu weit vom Start entfernt. Ja, wo ist denn der Start? Hallo? Wo ist der Start dazu? Der sagt immer, ich bin zu weit entfernt. Ich habe sie jetzt aber auch irgendwie komplett verloren. Einladung zum Wettbewerb. Oder ist das der da hinten? Ich gehe mal einfach... Wieso ist mein Rucksack hier eigentlich geöffnet? Ich gehe mal einfach dahin. Vielleicht funktioniert das ja. Mitmachen? Komm, komm. Mitmachen. Okay, der ist es nicht. Oder? Diamond Dreamers. Das hört sich natürlich auch schön an. Oh, ich glaube, ich bin nicht mehr in ihrer Gruppe. Vielleicht war ich eher auch zu dumm. Wer weiß, wer weiß. Moment, aha, ist sie das nicht? Isla Mountainheart? Dahin. Ah, okay. Ah, stopp. Wohin jetzt? Aber kann ich jetzt nicht mal annehmen. Geh rückwärts. Los, rückwärts. Ich bleib mal hier stehen. ja. Dafür brauche ich aber eigentlich eine Einladung, oder? Oder muss ich mit Josh reden? Ich glaube, sie hat mich jetzt aber trotzdem aus ihrer Gruppe rausgekickt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas machen muss. Aber mit Josh kann ich nicht reden, ne? Nee. Ja, und nu? Das ist ja schön, dass wir jetzt hier stehen, aber es bringt mir gerade... du bist nicht mehr in meiner Gruppe. Können jetzt nicht Rennen machen. Hast du mich rausgeworfen? Ich bin etwas irritiert. Ja, Moment, Isla Mountainheart. Da. An eine Gruppe einladen. Kann ich sie... Sieht sie das? Nimmt sie das dann an? Ah, sie ist... Ah, sehr schön. Und jetzt? Ich habe jetzt keine Einladung mehr. Aber mal schauen, was noch draus wird. Ich kann leider jetzt nicht mehr allzu lange online bleiben für heute. So, bin jetzt drin. Ja, das... Achso, hier. Ja, ich bin ja auch so blöd. Ich muss auch drauf drücken. Oh, jetzt sag mir bitte nicht, ich muss da drum herum reiten. Oh. Ich fange natürlich direkt mit der... Ah, mit der falschen an.
Ja. Nein. Ich will nicht aufgeben. Mist. Ah. Mann. Oh, wie, er hat den Club verlassen. Jetzt sind wir noch zu zweit hier, oder was? Aber ich kann ja schon mal ein bisschen üben. Immerhin. So. Ja gut, ich bin jetzt auf der falschen Seite gestartet. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. Ich kriege nur die Kurve nicht. Das ist natürlich noch blöder. So. So. Ah. Nicht so schnell, bitte. Aua. Ey. Blöd, Mann. Du solltest eigentlich weiterreiten. Bleib stehen. Bleib stehen. Ah, lass mich doch schreiben. So, aber grundsätzlich, also 10 Minuten kann ich noch überziehen. Das ist zwar mehr, als ich eigentlich wollte. Hat den Contest gewonnen oder was war das jetzt? Ach, 10. 1, 0 Minuten. Warum darf man keine Zahlen schreiben? Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, morgen können wir gerne. Aushören. Vor allen Dingen, ich muss aushören, nicht aufhören. Das ist geil. So, können wir gerne. Nein, bleibst du stehen? Ich wollte schreiben. So. Ah, immer wenn ich hier auf irgendeine Taste drücke, dann läuft das Pferd einfach weiter. Das ist doch doof. Okay, ich muss auf jeden Fall dann denken, immer schön hier drauf zu klicken, damit ich das weiß hinterlegt habe, damit ich dann auch wirklich im Chat was machen kann. Ja, so um, genau. Ja, deine Zahlen sehe ich auch nicht. Ah. Nein, ich will da reinklicken. Ah. Okay. Schreiben kann ich wirklich nicht mehr heute. Also, ich nehme an, sie meint 18. Also, ich gehe mal davon aus, dass es halt wirklich eine ist, die noch was jünger ist und ja, 18 Uhr halt eben meint. Wobei, toll, 18 ist, also 18, sage ich schon, 18 Uhr ist natürlich auch. Okay, bin dann online. Hoffe ich. Wieso kann die winken? Wie winkt man? Warum kann ich nicht winken? Link. Okay. So, wir haben jetzt Justin erreicht. Schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, alle waren nett zu dir. Ich wollte mit dir darüber reden, wie du dich um dein Pferd kümmern solltest. Fangen wir damit an, alle Gerätschaften zusammenzusuchen, die du brauchst. Besorge etwas Heu, einen Eimer, einen Hufkratzer und eine Bürste. Wenn du alles beisammen hast, zeige ich dir, wie du die Sachen benutzt. Die Gerätschaften findest du da drüben an der Hauswand auf dem Heuballen.
So, dafür habe ich jetzt, oder nimmst du einen Auftrag an? Dafür bekomme ich 10 Schillinge und 45 Erfahrungspunkte. Okay. Oh, ich habe endlich den Putzeimer, den Putzeimer, den Wassereimer und so weiter bekommen. Ja. Oder ich werde ihn bekommen. Halt, stopp. Such weiter nach den Gerätschaften. Sie befinden sich auf dem Heuballen neben dem Haus. Ja, soweit war ich ja schon. So, steck's auch mal ab. Muss ich überhaupt absteigen, um die zu nehmen? Aha, ein Hufkratzer, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Steck auf, steck auf. Mädel, du sollst dich umdrehen und aufsteigen. Ich bin gleich wieder da. Nimmst du es an? Ja, das sind die Sachen, die du brauchst. Schön. Okay, ich habe es wenigstens abgeschlossen. Das ist klasse. Kann ich nochmal mit dem reden? So wird es gemacht. Steige von deinem Pferd ab, klicke auf Absteigen unten rechts im Bildschirm nahe der Minikarte. Öffne deinen Rucksack, klicke auf I, ach, das haben wir auch noch, auf deiner Tastatur oder auf das Rucksacksymbol neben der Minikarte. In der Tasche findest du etwas Heu, einen Eimer, einen Hufkratzer und eine Bürste. Klicke nacheinander auf jeden Gegenstand, ziehe ihn zu deinem Pferd und lass ihn los. Ja, das hat mir peinlicherweise meine Tochter heute schon erklärt. Nur noch ein bisschen mehr, Susanna. Du bist fast fertig. Benutze die Bürste, bla bla bla. Okay, dann steige ich halt mal eben ab. So, was haben wir denn hier? Hufkratzer. Hat er den jetzt benutzt? Oder muss ich den aufs Pferd? Ach, ich muss den aufs Pferd halten. Ah, okay. Ja, das ist ein magischer Hufkratzer, der 1 Meter neben dem Huf des Pferdes hantiert. Och, guckt euch doch mal dieses Pferd an. Das hat so süße blaue Augen und so einen tollen Blick, wenn es denn nicht gerade weggucken würde, heißt das. So. Ich gucke auch gerade. Laune. Das Level des Pferdes. Okay, ich weiß nicht, warum das jetzt da so rumkreist, aber egal. Oh, ich habe sogar 12 mal Wasser dabei. Oh, wie süß. Das ist so süß. So, Moment. Heu, um die Pferde zu füttern. Fütter ein Pferd, wenn es Hunger hat. Das habe ich auf jeden Fall gekauft, glaube ich. Also, dann füttern wir unser Pferd mal. Oh. Super, meine kleine Sunny Princess. Ah, Anfängerreiterjacke. Kann ich die so anziehen? Ja, kann ich. Sehr schön. Weitensatteltasche. Mit einer grünen Schleife verziert. Mal schauen. Ups. Habe ich den jetzt drauf gemacht oder habe ich den jetzt verkauft? Ach, das ist... Nee, das ist eine Satteltasche. Kann man die auch wieder abnehmen? Das sieht jetzt nicht so toll aus, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ach so, halt, stopp. Wir müssen noch striegeln. So, und das geht anscheinend auch nur, wenn es grün ist. Tägliche Pflege deines Pferdes ist abgeschlossen. Yay! Unser Smiley hat sich verbessert. Die Laune hat sich verbessert. Sehr schön. Rede mit mir. Los. Macht er das nur, wenn ich auf dem Pferd sitze? Hey. Gut gemacht, Susanne. Jetzt fühlt sich dein Pferd besser an und ist zufriedener. Wenn du das jeden Tag tust, wird dein Pferd bald so zufrieden sein, dass es schneller läuft. Ah, super. Aber wenn du dich nicht um Sunny Princess kümmerst, wird es traurig und läuft langsamer. Aber so eine verantwortungsvolle Reiterin wie du würde das sicherlich niemals zulassen. Besonders nicht hier bei uns. Hier in den Moorlandstellen brauchen wir immer Hilfe von der Pflege unserer Pferde. Und jetzt weiß ich auch, dass ich dir vertrauen kann. Sieh dir die Anschlagtafel im Stall an. Ach so, da waren wir, glaube ich, schon. Dort siehst du, ob es irgendwelche Aufgaben im Stall zu erledigen gibt. Okay. Wir aktualisieren sie jeden Tag, also schau auch jeden Tag drauf. Oh, noch was. Wenn im Eimer kein Wasser ist, kannst du ihn im Brunnen von dem Stall oder im Trog deines eigenen Stalls auffüllen. Mehr Heu kannst du in unseren Läden kaufen. Ich kann nicht mehr sprechen.
Ich wurde meinem Tagebuch, hinzugefügt, genau. Mein Vater Thomas wollte dich kennenlernen. Anscheinend will er dich wegen etwas sehr Wichtigen fragen. Ich fürchte, es könnte um unsere Probleme hier gehen. Herr Kimble, ein fieser Boss von der Firma GED, tut alles, was er kann, um uns hier zu vertreiben, damit er den Stall abreißen und Luxus-Apartments bauen kann. Ja, das haben wir ja schon in der ersten Folge leider gehört. Wir versuchen auch herauszufinden, was wir tun können, um ihm aufzuhalten, aber es gleitet uns immer mehr durch die Finger. Du müsstest Thomas außerhalb der Stelle in der Nähe von Jenna finden. Du weißt schon, das Mädchen, das dir die Rennstrecke gezeigt hat. Okay. Ja, nehme ich natürlich an. Ja, da wollte ich sowieso hin. Oh, da ist auch was am Leuchten.